Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem McWrap Chicken Spezial. Den McWrap Chicken TS hatten wir vor kurzem, den habe ich am Berliner Hauptbahnhof habe ich den getestet. Und heute teste ich den McWrap Chicken Spezial im Auto, wie ihr sehen könnt, auf der Autobahn A1. Ich fahre natürlich nicht, ich sitze auf dem Beifahrersitz. Ich muss heute auch in die andere Richtung von der Kamera gucken, deswegen könnte es so ein bisschen verwirrend sein, weil ich vielleicht mal in die falsche Richtung gucke. Dafür entschuldige ich mich schon mal vorab, aber ich wollte auch mal wieder was Neues mit euch ausprobieren. Wieder mal ein Wrap in Spezial. Spezial ist dabei, dass zwei verschiedene Soßen drauf sind. Es gibt noch so eine Haussoße und eine Spezialsoße ist da drauf. Und der hat auch 537 Kalorien. Das ist ein richtiges Geschoss. Der hat mehr Kalorien als der Big Mac. Aber dafür ist er günstig. Ich meine, dafür macht er satt auf jeden Fall. Dafür gehe ich aus. 1,99 Euro kostet der auch aktuell nur. Krass, oder? Also Chicken ist hier drauf. Käse ist hier drauf und Salat natürlich auch. So, naja, der ist jetzt so ein bisschen, ich weiß noch, ich habe den mal in Berlin gegessen, da war der ja richtig ein bisschen krosser, aber der scheint mir so ein bisschen wapschig zu sein. Schaut mal, der wapscht hier vor sich hin, ein bisschen schlapprig. Und der Tortilla, der hätte noch ein bisschen besser gegrillt werden oder zumindest erhitzt werden können. Der ist nämlich dieses Mal total weich, der ist richtig weich. Aber ich habe das Gefühl, hier ist eine Big Mac Soße drin. Seht ihr das auch? Das sieht so ein bisschen aus wie Big Mac Soße. Übrigens sind hier auch wieder Zwiebeln drauf. Also wenn ich gleich mein Gesicht verziehe, wisst ihr Bescheid, habe ich auch eine Zwiebeln gebissen. Ich wollte den nicht ohne Zwiebeln bestellen, weil hätte wieder zu lang gedauert. Und wir sind hier gerade unterwegs von Hamburg übrigens nach Köln. Und deswegen gibt es den mit Zwiebeln, damit es schneller geht. So, ich beiß jetzt mal rein. Oh mein Gott, es sieht nicht nur so aus, es ist die Big Mac Soße. Ich schwöre, das ist der, entweder die haben sich vertan oder es ist wirklich überall die Big Mac Soße drauf. Mein McWrap Chicken Spezial, mein Gott, dieser Name auch immer, ne, hat wirklich Big Mac Soße. Habe ich auch in einem kleinen Glöckchen gerade erkannt. Das schmeckt mal, boah, richtig geil. Ich muss euch das nochmal zeigen. Das ist schon ein Genuss, oder? Was für eine Perspektive. Krass. Mega geil. Den McWrap Chicken TS fand ich auch schon ganz toll. Der war auch so um die 500 Kalorien. Aber Big Mac bleibt mein Lieblingsburger. Für in der Preiskategorie von 1,99 Euro. Weil dieses hier mit der Big Mac Soße verwirrt mich gerade total. Und jetzt habe ich einen McWrap Chicken und die Big Mac Soße. Wie geil ist das denn? Richtig, richtig lecker. Der Chicken, der Salat, da verzeiht ihm sogar, dass heute so ein bisschen wabbelig drauf ist, hier dieser Weizen-Tortilla. Das kann man ihm sogar verzeihen, weil die Soße einfach so bombastisch geil ist. Auf einer Skala von 1 bis 10 hier bekommt der Chicken mit der geilen Big Mac Soße, weil er einfach so richtig geil schmeckt. Stolze 9 Punkte. Mega mächtig geil. Und wenn die Tortilla noch ein bisschen geiler wäre, wird sogar 10 Punkte bekommen, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wollte auch mal noch kurz sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier auch wieder richtig geil ist. Das ist wirklich geil. 1,99 Euro. Kann man sich echt mal gönnen. Gibt es gerade neue, ihr Lieben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.